Hallo, hier ist die Anja aus dem Schnitt. Bevor es mit der Folge losgeht, zunächst ein kleiner Hinweis. Ich hatte beim Schneiden diesmal ein paar Probleme mit dem Ton. Es kann also sein, dass ihr mich manchmal etwas lauter und die Sarah etwas leiser hört. Ich habe versucht, das soweit anzugleichen, aber man bemerkt es hier und da leider. Seht es mir bitte nach. Es ist nämlich dennoch eine tolle Folge geworden. Und das Zweite, was ich noch loswerden wollte, ist ein dickes Sorry an die Sarah, die schon seit einer Ewigkeit darauf wartet, dass die Folge endlich online geht. Das habe ich einfach immer weiter aufgeschoben, weil so viel wie immer dazwischen kam. Aber jetzt ist sie endlich da und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Hören. Ist nämlich eine sehr coole und interessante Folge geworden. Danke nochmal an Sarah und jetzt geht's los. Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Naja, eigentlich heißt es ja einfach nur nerdizismus ohne das .de, aber da findet ihr all die ganzen Kontaktformulare, Kontaktadressen, Telefonnummer, wie ihr uns erreichen könnt. Natürlich für Feedback, für Anregungen, für alles Mögliche und wie immer, die WhatsApp-Nummer kann ich nicht auswendig. Grüße gehen raus an Michael. Und heute zu dieser Folge habe ich wieder eine wunderbare Gästin, und zwar die Sarah. Und die Sarah darf sich gerne mal kurz vorstellen. Hallo, ja, ich bin Sarah, ich komme aus Duisburg und ich bin selbstständige Designerin und ich mache alternativen Schmuck und Accessoires unter dem Namen Lune Noir. Das ist mein kleines Label, genau. Ja, und die Sarah macht wirklich sehr, sehr schönen Schmuck. Ich habe auch schon zwei Teile von ihr in meinem Schmuckkasten liegen, die ich sehr gerne anziehe. Die habe ich auch schon echt oft getragen, muss ich sagen. Ja, ich finde die nämlich sehr bequem. Also die Sarah macht so sehr schöne Choker und andere Halsketten und Harnisse und all sowas. Und ja, da blüht, glaube ich, auch das ein oder andere Nerdherz auf, wenn man da so in den Shop reingeht, weil man dann ja auch so Anwandlungen hat von so ein bisschen, ja, vielleicht auch so Cyberpunk oder, ne, also so halt in diese alternativen Welten abdriften, ja, kann man da sehr, sehr gut. Und ihr solltet da auf jeden Fall mal vorbeischauen. In der Caption findet ihr natürlich alle Links zu Sarah. Aber wir wollten heute gar nicht so unbedingt über Schmuck sprechen, sondern mal über was ganz anderes. Und zwar geht es heute um, ja, um Rollenbilder, vielleicht auch um Klischees, vielleicht auch ein bisschen um den Male Gaze. Ja, also vielleicht geht es heute auch dann noch um andere Dinge, weil ich denke, wir werden bestimmt das eine oder andere Mal ein bisschen abschweifen, so wie das immer ist in so Laberfolgen. Aber es wird um Filme und Serien gehen, die uns in unserer Kindheit oder in unserer Jugend geprägt haben und die Auswirkungen, die es dann bis heute gibt. Und es soll auch um popkulturelle Vorbilder für Frauen oder ja, Flinter gehen. Ja, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ins Thema ein. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und die Sarah auch. Ja, Filme und Serien, die dich in deiner Kindheit geprägt haben. Was fällt dir da so spontan direkt ein? Also ganz grob gesagt gab es zwei Richtungen und zwei Arten von Mensch, das ist ein bisschen weird gesagt, die ich immer sein wollte als Kind. Und das erste, deswegen sage ich, Mensch, ist komisch, ich wollte immer eine Meerjungfrau sein und ich wollte immer ein Ritter sein. Deswegen sind die ersten beiden Serien, an die ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob du die kennst, Ocean Girl und Fantagiro, Prinzessin Fantagiro. Ich habe letzte Woche nochmal einen Rewatch gemacht von Fantagiro. Ich liebe alles daran. Ocean Girl war, naja, ich glaube, das spielt auf einer kleinen Forschungsstation und die finden da halt ein Mädchen, das lebt im Ozean, also die hat jetzt keine Fischflosse, sondern sieht halt ganz normal menschlich aus, kann aber unter Wasser atmen und hat auch irgendwie, glaube ich, einen Wal. Nicht sauer sein, wenn ich das jetzt nicht mehr alles richtig wiedergeben kann. Ich glaube, das ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Als Freund und hilft da halt den Jugendlichen. Ja, das ist auf jeden Fall so die Story. Und Prinzessin Fantagiro ist so eine typische Fantasy-Mittelalter-
Geschichte, genau. Da gibt es, glaube ich, 10 Teile. Okay. Ocean Girl. Ja, das kenne ich. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr daran gedacht. Rewatch. Aber ja. Gealtert, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, aber wo lief das nochmal? Da, war das Tigerentenclub oder ja, so? Ja. Ja, oder? Das wurde mir eine Eingrenzung. Ich hatte als Kind nämlich kaum Sender. Ich hatte also RTL Z1, aber kein ProSieben. Das heißt, das muss auf irgendwelche der Sender gelaufen sein. Und ich glaube, ja, das war im Tigerentenclub. Das kann gut sein. Ich glaube auch. Also ich fand das auch immer mega cool. Ich erinnere mich an Zeiten im Schwimmbad, wo wir auch versucht haben, die Meerjungfrauen zu schwimmen. Und ich und ich muss gerade an die Meerjungfrauen-Shootings von Riki denken. Ah, ja. Kennst du die? Mhm, ja. Genau, ich auch. Grüße gehen raus. Wunderschöne Meerjungfrauen-Fotos. Ich hatte mir sogar ihren Meerjungfrauen-Kalender, hatte ich mir mal geholt mit diesen wunderschönen Fotografien. Irgendwann mal, ja, irgendwann mal werde ich auch zur Meerjungfrau. In diesem Leben noch. Das war wirklich immer, da halt auch eine starke weibliche Persönlichkeit. Und das war wirklich, boah, ich habe dafür gelebt. Ich wollte eine Meerjungfrau sein, definitiv früher. Dabei, wenn ich an einen Film denke, wo auch eine Meerjungfrau die Hauptrolle spielt, und zwar Splash. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit ja, Tom Hanks. Ja, ja, natürlich. Klar. Und der Film ist, also ich hatte den vor einiger Zeit irgendwann mal geschaut. Da kannte ich ihn noch nicht und ich dachte hinterher, boah, wie blöd. So wie blöd ist der? Deutschen Untertitel, irgendwie Splash, Meerjungfrau am Haken oder irgendwie sowas. Oder Meerjungfrauen küsst man oder nicht? Oder ach, keine Ahnung. In Deutschland haben die Filme ja so gute Untertitel noch, ja. Fand ich dann irgendwie nicht so toll, den Film. Also ich dachte irgendwie, der wäre so ein bisschen bezaubernder, aber ich fand den leider echt nicht gut. Ich finde den auch nicht gut. Nee. Es gab natürlich dann die Ariel-Zeichentrickserie, die fand ich auch immer sehr schön. Richtig. Die habe ich immer geguckt, genau. Ich hatte auch, es gab irgendwie mal so ein Ariel-Magazin. Ich habe das gemalt, also da war ich im Meerjungfrauen-Thema auch echt extrem drin. Ja, Ariel gab es dann ja auch, also es gab ja wirklich diese Meerjungfrauen-Zeit, da, ich weiß nämlich noch, ich hatte auch eine Meerjungfrau-Puppe. Die habe ich immer mit in die Badewanne genommen. Ja, Haare. Und du konntest mit Schaum, konntest du die irgendwie... Ah, okay. Nee, ich hatte so eine, die war ein bisschen... Also war keine Barbie, sondern halt so eine größere Puppe. Ah, okay. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die konnte gar nichts Besonderes. Oder hat die Flosse sich verfärbt im warmen Wasser? Irgendwie sowas. Ich erinnere mich grob. Ja, das... Oh mein Gott, da werden Kindheitserinnerungen wach. Wirklich, aber... Ja. Und ich hatte... Nee, ich hatte noch so ein von Barbie, ich weiß nicht, ob das Barbie war oder ob das irgend so ein Fake-Barbie war, so ein kleines Baby und da konnte man so eine Flosse anziehen. Das hatte ich auch noch. War es bei uns, als wir jung waren, diese Meme-Zeit, war das? Ja, wahrscheinlich, anscheinend, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich habe auch in meiner Teenager-Zeit, wo ich viel noch so gezeichnet habe in der Schule, wenn, boah, in so langweiligen Geschichtsstunden voll oft, bei Professor Dr. Löken habe ich, ob der noch lebt, weiß ich gar nicht. Der war schon echt alt damals. Aber der, ja, der hat echt nicht so spannenden Unterricht gemacht, fand ich. Naja, ich habe halt währenddessen dann gezeichnet und habe mehr Jungfrauen gezeichnet. Irgendwann ist ihm das aufgefallen, aber er fand es nicht schlimm. Hat er gesagt, gut, geht an die Kollegin, kriegst eine einzelne Kunst. Naja, Kunst-LK dann später, naja, was soll ich sagen? Für Geschichts-LK konnte ich mich nicht begeistern. Hat man bei uns Hausfrauen-Abi genannt. Hausfrauen-Abi. Deutsch und Pädagogik, bevor ich mein Abi abgebrochen habe und Fach-Abi gemacht habe. Gestaltung. Da bin ja ich runtergegangen. Also zwei Gestalterinnen hier am Start. Was ich ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, war ja Ariel. Und ist natürlich eine Disney-Serie. Und ich habe das mal so ein bisschen für mich aufgegliedert, so was habe ich so in der Grundschule geschaut, was habe ich so eher im Teenageralter geschaut und Grundschule auf jeden Fall natürlich diese ganzen Disney-Serien wie DuckTales, Darkwing Duck, Chip und Chap, Ariel natürlich, Aladdin. Oh ja. Und das waren also diese Serien, die mich dann natürlich auch so ein bisschen natürlich auch beeinflusst haben, vor allen Dingen, was so diese Abenteuerlust irgendwie anging. Ich war halt als Kind sehr, sehr viel draußen
so halt typisch Kind der 90er, ne? Wir hatten ja nichts anderes. Smartphones oder Gameboy kam ein bisschen später. Also Gameboy hatte ich, glaube ich, in der 4. Klasse hatte ich den Gameboy Color, so ungefähr. Da habe ich angefangen, Pokémon zu zocken. Das war dann so. Aber so vorher natürlich trotzdem draußen gespielt und ja, und also diese Abenteuerlust, ne? Einfach durch Gebüsche durch und, weiß ich nicht, auf Bäume geklettert und den allergrößten Blödsinn halt gemacht. Und ich glaube, das war schon auch so ein bisschen, ja, jetzt nicht der mega große Einfluss, aber ich glaube, das war natürlich immer so ein Punkt, ne? So. Ja, voll. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Land ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu doll gesagt, ich weiß nicht. Fennikel, das liegt zwischen Krefeld, Duisburg und Moers, ist ein recht kleines Dörfchen und genau da, also es gibt da nicht mal einen Kiosk, das ist. Wow. Und deswegen, ich war halt auch mal draußen. Und was mich, ich weiß gar nicht, ob das die Zeit war, aber zwei Stichworte, Xena und Power Rangers. Mhm, aber das. Oder kam das später? War doch dann eher, ich weiß nicht, ich glaube Power Rangers war schon so. Ich glaube nämlich auch. 2000er Anfang. Früher schon, ne? Früher. Ja, das habe ich nie geschaut. Also ich bin 87 geboren, das ist definitiv, also mit 15 oder mit 14 habe ich mich nicht mehr als Power Ranger verkleidet. Nee. Die Zeiten waren dann vorbei. Und nur auf Party. Helden der Kindheit. Genau. Nee, aber das, ich wollte immer der blaue Power Ranger sein. Genau, den fand ich immer am coolsten. Ja. Und Xena war einfach, war auch viel cooler als Herkules, muss man mal sagen. Hast du das geguckt? Nein, leider nicht. Also es gibt, habe ich mitbekommen, weil die Mary Stormhouse mir das erzählt hat, die macht einen Xena-Podcast. Oha, das ist sehr speziell. Ja, es ist wirklich sehr speziell und sehr nischig. Also ich glaube, dass das richtig ist. Ich muss das nochmal abchecken. Dann schicke ich dir den gerne mal. Gerne. Ja, auch aus dem Grund, dass Xena halt voll die krasse Frau ist. Und ja, eigentlich müsste ich mir das auch mal anschauen. Ja, schade, dass du es nicht gesehen hast, weil dann würde ich gerne, ich hätte jetzt gerne mit dir darüber geredet, ob es damals eine Romance gab zwischen Gabriella und Xena, weil ich habe das als Kind gar nicht wahrgenommen. Mein Mann hatte mir das erzählt, als ich mit ihm darüber gesprochen habe. Dann habe ich natürlich gegoogelt und es gibt diverse Kussszenen zwischen den beiden. Mir ist aber als Kind nie aufgefallen, dass es da eine, naja, ich sag mal, noch tiefere Freundschaft gab. Also die Romance-Story ist mir nicht aufgefallen. Naja, so wie das halt ganz viel passiert, ne? Wenn man als Kind Sachen schaut, dann fallen einem so viele Dinge nicht auf, die vielleicht eher explizit an Erwachsene gerichtet sind. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt heute irgendwelche Sachen mir nochmal anschaue, die ich jahrelang nicht gesehen habe, sondern vielleicht als Kind geschaut habe, als letztes. Und dann denkst du so, huch. Ja, wobei bei Sailor Moon, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ist mir das aufgefallen. Ja. Dass es da zwischen zwei in einer nicht, also eine mehr als freundschaftliche Beziehung gab, genau, obwohl das in der Serie nie explizit ausgesprochen wurde, genau. Ja. Was ich natürlich dann auch geschaut habe, ich habe es gerade eben schon angesprochen, weil ich es gespielt habe, war natürlich Pokémon. Mhm. Und Pokémon, ich weiß nicht, es hört sich irgendwie blöd an, aber es zieht sich ja in mein erwachsenes Leben mit rein. Verstehst du? Vor allen Dingen, weil ich so ein Pokémon zu Hause habe, was mir die ganze Zeit hinterherläuft. Das sieht aus wie Evoli. Ich guck gerade einmal nach rechts. Stimmt, es ist Evoli. Ja, es ist echt so ein kleines Evoli. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um zu checken, dass Evoli von Evolve kommt? Ja. Also manchmal merkt man ja, dass man plötzlich über Wörter nachdenkt und jetzt so im Erwachsenenalter das dann irgendwie Klick macht und du denkst, ey, boah. Kannst du die ganze Zeit so nicht gedacht haben. Ja, aber das ist auch so, weil die englischen Namen von den Pokémon, die sind ja nochmal ganz anders, ganz oft, und ja, haben dann nochmal so eine andere Bedeutung irgendwie. Ich glaube, weiß ich nicht, zum Beispiel Glumanda, ich krieg gerade den englischen Namen nicht hin, aber man hört halt direkt Glut, also das kann man dann direkt schon ein bisschen so assoziieren, was es sein kann. Das wusste ich natürlich. Es ist nicht so, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Nee. Ja, aber ich finde, Pokémon war für mich früher, naja, da ging es halt auch dann um dieses Abenteuer immer. Und natürlich um die Viecher selbst, ne? Also, die fand ich halt super niedlich. Und hab mir immer gewünscht, ah, es wäre so toll, wenn es die einfach in Wirklichkeit gäbe. Dabei ist es einfach super merkwürdig, wenn auf einmal, also
wenn es auf einmal wirklich Pokémon geben würde, keine Ahnung, dann hast du irgendwie in deiner Straße so ein paar Diktas, die einfach die Straße so umgraben oder so. Das wäre halt so dumm irgendwie. Vor allen Dingen, du weißt ja, wie die Viecher aussehen. Ja. Und das ist auch, sorry, ich habe so einen scheiß Humor, ich find's einfach so witzig, dass die Dicta heißen. Ja. Und das, oh Mann. Nee, sonst müssen wir jetzt Ja. Nee, aber Pokémon ist ja immer noch brandaktuell, also das hört halt auch nicht auf, ne? Ich glaube, die Erwachsenen, die damals den Hype so mitbekommen haben, wo die Kinder alle auf einmal die Karten hatten, wo es auf einmal die Gameboy-Spiele gab, die dachten sich, naja, das ist jetzt vielleicht 2 Jahre so. Und das ist bis heute noch so. Es gibt immer wieder neue Spiele, neue Editionen, neue Pokémon, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Genau, ab irgendeiner Edition oder ab irgendeinem Punkt habe ich dann, glaube ich, war ich raus, weil dann war mir das zu viel. Aber mit dem Kartenspiel, genau, ich habe auch die Karten gespielt. Ich hatte aber eher, also kennst du Magic zum Beispiel? Ja. Genau, also ich habe halt viel Magic früher als Kind gespielt und kam daher auch sehr gut rein in das Kartenspiel. Okay. Deswegen hat mich das auch sehr, sehr interessiert. Ja, ich habe die nur gesammelt und dann irgendwann, ich weiß nicht, auf irgendeinem Trödelmarkt habe ich sie dann irgendwann mal alle verkauft. Und ärgere mich jetzt, weil das waren die besten Karten einfach. Schwarzer Lotus. Irgendjemand wird sich ins Fäustchen gelacht haben, dass er das für 10 Euro verkauft hat. Aber ich hatte auch mal so ein Buch, also so ein Sammelalbum mit Rare-Karten. Und ich weiß bis heute nicht, wo das ist. Also ich glaube, ich habe es irgendwann abgegeben an eine Freundin. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, da waren teure Karten drin. Und die sind weg. Schade. Weil ich spiele das ja heute. Schade. Noch. Ja. Oh Mann. Ich spiele zu Hause sehr gerne. Super ärgerlich, wenn man sowas dann. Also quasi, es wäre eigentlich eine echte Wertanlage gewesen. Voll, also wenn du heute mal so ein Card-Market anguckst, ey, das ist Wahnsinn, was die Dinger wert sind. Ja. Aber es ist so wie mit allem, wo es irgendwelche Sondereditions gibt. Also selbst wenn du irgendwie teure Sneakers sammelst. Mhm. Also da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, wo ich mir dann denke, nee, brauche ich nicht. Ja. Naja, aber ich spiele immer noch sehr gerne Pokémon auf der Switch. Macht super viel Spaß. Und ich finde das heute immer noch cool, also auch als Spiel, diese Missionen zu erfüllen und die Arena, halt diese Kämpfe da irgendwie auszutragen, macht einfach irgendwie Spaß. Ich habe heutzutage leider wenig Zeit zu spielen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt mit dem Final Fantasy VII Remake angefangen. Das catcht mich erstmal generell nicht, der erste Teil, muss ich sagen. Aber weil da kommen wir gleich auch nochmal zu, was mich als Jugendliche sehr geprägt hat. Aber irgendwie ist gerade so zocken ist bei mir gerade. Da fehlt mir die Zeit leider. Verstehe ich sehr gut. Ja, also man muss ja auch irgendwie Prioritäten setzen. Und ich glaube, so zocken. Ja, also man fühlt sich ja manchmal auch dann, wenn man irgendwie länger gespielt hat, ein bisschen unproduktiv. Ja. Obwohl das natürlich Spaß macht. Also Spaß muss ja nichts Produktives sein, auf gar keinen Fall. Aber man denkt dann vielleicht manchmal, okay, ich kann die Zeit jetzt doch für was anderes besser nutzen. Ja, voll. Aber ich will trotzdem mal wieder zocken. Ja. Manchmal denkt man auch irgendwie nicht dran. Also ich denke voll oft nicht daran, ich könnte ja jetzt mal eine Runde zocken. Ich glaube, mein Hirn ist anders gepolt als bei anderen. Komplett, nee, ist aber bei mir genauso. Also wenn ich dann doch mal freie Zeit habe, dann denke ich mir auch, ja, doch lieber Hund in den Hund investieren oder auch einfach mal nur blöd was gucken. Ich finde aber, Zocken ist auch ein bisschen, also für mich zumindest, ein bisschen Hirnarbeit. Also es strengt mich mehr an, wenn ich zocke, als dass ich mir irgendwie eine Serie angucke, muss ich sagen. Ja, klar. Ja, du musst ja aktiv das Geschehen mit beeinflussen quasi. Genau. Aber wir waren ja jetzt schon so ein bisschen im Bereich Anime. Und ein Anime, der mich stark beeinflusst hat, war Kamikaze Kaito-chan. Ja. Und ich hatte mir halt auch damals dann den Manga geholt. Das sind 7 Teile, also es ist echt kurzweilig, aber es ist so schön gezeichnet. Es ist einfach mein Lieblingsmanga. Ich hatte tatsächlich auch die Mangas davon und ich habe auch die Serie geguckt. Das hat mir auch ein großer Teil meiner, war das noch Kindheit? Ja doch, Teil meiner Kindheit gewesen. Und in dem Zuge kennst du die Wish-Bände? Ich glaube, da gab es gar nicht so viele. Ja, ich glaube, das hatte ich mir mal damals aus der Bücherei ausgeliehen. Es geht um so einen Engel und einen Dämon und das. Also wirklich, da war ich sowas von gehypt von. Und genau in dieser Zeit kennst du noch Magic Knight Rayearth? Nee, leider nicht. Da sind wir nämlich wieder bei diesem Ritterthema.
aber auch viel mit Mechas und in eine andere Welt. Und das war so, boah, ich war gar nicht so ein Anime-Girl oder so ein Manga-Girl. Also klar, Sailor Moon, so die gängigen Sachen. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geflasht. Ich gucke gerade mal auf meine Notizen. Hatte ich nämlich auch aufgeschrieben. Sailor Moon, Magic Knight, Jun auf jeden Fall auch, ja. Ja, ich fand einfach diese Figur so cool. Und es geht natürlich auch wieder so um dieses Thema Doppelleben. Quasi wie bei Hannah Montana. Habe ich nie geguckt. Nur in cooler. Naja, tagsüber Maron, die fleißige Schülerin, und nachts halt Jun, die im Auftrag Gottes Dämonen band. Und das fand ich einfach so faszinierend. Dieses, ja, Doppelleben ist halt einfach so ein spannendes Thema, ne? So gegensätzliche Lebensentwürfe, sag ich mal, und die dann irgendwie unter einen Hut zu bringen und natürlich wieder geheim zu halten vor ihrer besten Freundin, deren Vater Polizeikommissar ist, der versucht immer rauszukriegen, warum die Bilder alle verschwinden oder ne, gestohlen werden. Dabei, also die Dämonen sind in Bildern drin und Jun, ja, band diese Dämonen und dann erscheint aber ein anderes Bild. Meistens irgendwie ein Engel, ein schöner Engel dann, und ja, im Prinzip klaut sie gar nicht die Bilder, aber trotzdem versucht der Kommissar, sie immer irgendwie festzunehmen, aber es klappt natürlich nie. Genau, jetzt habe ich total Bock, das nochmal zu lesen oder zu gucken. Hast du dich mal gefragt, wann die alle schlafen? Also sowohl oder auf Klo gehen. Sailor Moon, genau, als auch Jun. Also ich meine, wenn die nachts dann da unterwegs sind, und ich glaube, in Japan hat man ja auch, was die Schulzeit angeht, noch recht außerhalb sehr, sehr viele Verpflichtungen, AGs. Wann? Wie viele Stunden schlafen die nur? Weiß ich nicht. Ja, Maron macht ja auch rhythmische Sportgymnastik. Genau. Ich weiß auch nicht, wann die mal Zeit haben, Hausaufgaben zu machen oder sich was zu essen zu machen oder zu schlafen. Aber generell finde ich das ganz oft in Filmen oder Serien, je nachdem, was es ist, kommt das oft ein bisschen zu kurz. Willst du damit sagen, dass das nicht so realitätsnah ist? Selbst im Trash-TV manchmal kommt das zu kurz. Aber gut, das will man ja auch eigentlich nicht unbedingt sehen. Ja, das stimmt. Ja. Was meine Kindheit auch sehr stark bis heute geprägt hat, sind natürlich Kassetten und die Serie ALF. Habe ich schon ganz oft in irgendwelchen Podcast-Folgen erzählt. Ich habe als Kind ALF-Kassetten gehört und ja, eher erst als Erwachsene angefangen, auch die Serie zu schauen, weil das habe ich im Fernsehen halt immer irgendwie verpasst, meistens. Aber ich kann halt fast jede Folge irgendwie mitsprechen. Das ist krass. Also ich habe tatsächlich kaum ALF geguckt. Ich überlege gerade, woran das lag. Kann es sein, dass das auf Sendern lief, die ich vielleicht nicht hatte, weil ich so eine eingeschränkte Sendervielfalt hatte? Also wenn das irgendwie auf ProSieben oder Kabel 1... Kabel 1. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, nee, ich hatte kein Kabel 1. Ich glaube, Kabel 1. Nee, deswegen, das kann gut sein. Ich kenne vieles nicht, weil ich es einfach nicht gucken konnte. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel von dem Humor habe ich sehr viel mitgenommen. Also ich glaube, das prägt mich bis heute. Und das ist auch so ein bisschen so mein Feel-Good-To-Go, sag ich mal. Wenn es mir nicht so gut geht, dann weiß ich nicht. Bei YouTube gibt es von den Audioaufnahmen, gibt es halt Folgen, da kannst du dir die dann anhören. Weil die Kassetten habe ich halt nicht mehr. Weil ich hätte auch kein Abspielgerät mehr, wo ich die drauf abspielen könnte. Deswegen ist YouTube da meine erste Wahl. Ich weiß auch gar nicht, wo ALF jetzt zur Zeit läuft. Ob man das irgendwo streamen kann, keine Ahnung. Ja, aber kann ich immer im Hintergrund laufen lassen, ist für mich immer wieder lustig. Es wird mir nicht langweilig. Interessant, vielleicht gucke ich mir nochmal eine Folge an. Also, es gibt noch ein großes Thema, was noch in meiner Kindheit sehr präsent war, neben Meerjungfrauen und Rittern, und das waren Dinos. Oh ja. Ich hatte alles mit Dinos. Ich hatte mein Schulmäppchen, mein Schulranzen, die sogenannte Tonne, wie wir es genannt haben, genau. Wirklich. Meine Tapete war aus Dinos, ich habe so viele Bücher gehabt, ich habe mit so kleinen Miniaturen gespielt und dementsprechend auch die Serie, die Dinos, die fand ich so großartig. Ja, witzig, weil ich habe gerade letztens einen Rewatch gemacht und habe die Dinos geschaut, weil das gibt's zurzeit auf Disney Plus und habe von vorne bis hinten die Serie geguckt
Und das ist dann wieder dieses Thema, ja, eigentlich ist die Serie nicht für Kinder, sondern eigentlich für Erwachsene, wenn man es im Nachhinein nochmal schaut. Und ich muss auch sagen, als Kind habe ich mich bei manchen Folgen sehr stark gegruselt. Ich mich auch, ja. Und jetzt, so als Erwachsene, dachte ich, oh, die Folge kommt, die ist gruselig. Und dann merkt man, ah, eigentlich ist sie gar nicht so gruselig, aber sie ist total gesellschaftskritisch. Ja, zum Beispiel, dass der Sohn, hieß der Robbie? Ja. Robbie. Genau. Dass der irgendwie dafür geschämt wurde, dass er sich vegetarisch ernährt ja, hat, quasi. Ja, ja. Bist du einer von diesen Pflanzendinos? Genau. Ja, das ist echt krass. Oder auch die Rolle der Frau, die Martina, diese Langhals-Dinosaurierin, die dann auch geschämt wurde. Ja, du gehst arbeiten? Ah, schön, dass dein Mann dir das erlaubt. Ich habe keinen Mann. Wie? Du hast keinen Mann? Und ja. Du gehst arbeiten und was? Und oh. Richtig, richtig krass. Also, das kriegt man als Kind halt nicht so mit. Oder der krasse Vorgesetzte, der natürlich auch die typische Rolle. Ja. Das Vorgesetzte des bösen Vorgesetzten hat. Und Mr. Ja. Richfield. Genau, du kennst die ganzen Namen. Ja, weil ich es gerade erst geguckt habe. Ja, also unbedingt nochmal reinschauen in die Dinos. Fand ich jetzt auch cool, das nochmal zu schauen. Komplett. Also ich habe mir so aufgeschrieben, was meine Teenagerjahre so angeht. Friends war ganz vorne mit dabei. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Komplett. Das kann ich auch heute halt immer noch gucken. Ist auch so eine Wohlfühlserie. Wobei ich dazu sagen muss, natürlich, einige Dinge sind heutzutage ein bisschen problematischer zu betrachten. Aber damals in 90ern, frühen 2000ern war das halt so. Und dafür kann man die Serie halt jetzt nicht mehr, ja, belangen in Anführungszeichen. Ne? Sicherlich gibt es da einige kritische Punkte. Aber ich gucke die Serie halt trotzdem immer noch sehr, sehr gerne, weil der Hauptteil der Serie ist halt, ja, warmherzig, sag ich jetzt mal so. Also da muss ich wirklich, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich glaube, entweder du bist damit aufgewachsen oder nicht. Und ich glaube, ich habe noch nicht eine Folge in meinem Leben von uns geguckt. Ah, da will ich dir aus Staffel 1, ich glaube, es ist Folge 4 oder 5, die Folge heißt Pizza und Erotik. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen und die ist so wholesome irgendwie. Also falls du mal nur random eine Folge schauen willst, dann schau die. Okay. Meine Teenagerjahre waren komplett geprägt von Dawson's Creek und OC California. Oh, das ist an mir vorbeigegangen. Und nur wegen OC California wollte ich halt auch mal nach L.A. an diesen Strand, in diese kleinen Strandhäuschen. Uh-huh. Und das war wirklich so, oh mein Gott, das hat mich so geprägt. Und hast du es mal gemacht? Bist du nach ja. L.A.? Und? Vor 2 Jahren. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Na, scheiße. Warum? Nein, wir haben halt einen Roadtrip an der Westküste gemacht und naja, L.A. war so wirklich, ich kenne das von den Serien, das war so ein Kindheitstraum, aber in der Realität ist es natürlich dann doch irgendwie komplett anders und naja, nein. Also es gab Städte, die haben mich mehr geflasht als L.A. selber, wobei das spielt ja in Newport Beach, meine ich. Aber auf jeden Fall, so wie diese Häuschen da aussehen, da wollte ich halt immer hin. San Diego fand ich zum Beispiel 1000-mal schöner. Aber generell habe ich mich dort wohler gefühlt in den Nationalparks, in der Natur, okay, als in den großen Städten, muss ich sagen. Ja, also die Serien, die liefen ja immer auf ProSieben. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hatte niemanden, der die auch geguckt hat. Wobei, ich habe mich sowieso nicht über Serien mit anderen Mitschülern so ausgetauscht. Es war gar nicht so Thema irgendwie in der Schule. Weil ich schon mitgekriegt habe, manche haben OC geguckt. Aber es hat mich so gar nicht interessiert irgendwie, weil ja, ich wusste auch nicht genau, worum es eigentlich geht. Worum geht's eigentlich? Also ich war halt komplett verliebt in den Nerd, in die Nerd-Rolle Seth Cohen von Adam Brody gespielt. Es geht einfach darum, dass in Newport Beach sehr reiche Leute wohnen, sehr reiche Familien. Und da jemand zukommt, der aus Chino kommt, eine problematische Kindheit hatte, quasi gerade aus dem Jugendknast geholt wird von einem Anwalt, der eben Vater dieser reichen Familie ist und früher auch ein kleiner Hippie war. Und da geht es halt so ein bisschen auch
um die, naja, Ausschließung von wegen, ja, das ist der aus Chino, den wollen wir hier nicht, und das ist irgendein krimineller Jugendlicher, dass er sich dann halt da in ein Mädchen verliebt und das wird dann so eine kleine Jugendgruppe. Und dann gibt es da natürlich auch die typischen Wasserballspieler, die den Nerds das Leben zur Hölle machen. Also kennst du vielleicht One Tree Hill, weil das war... Also ja, auch so gleiche Kategorie an Serien. Okay. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Veronica Mars. Habe ich auch komplett geliebt, ja. Ne? Also das ist auch so einer meiner absoluten Lieblingsserien, die ich sogar auf DVD habe. Ich wollte dich gerade fragen, weißt du, wo man das gerade streamen kann? Ich glaube, man kann es nirgendwo streamen. Deswegen, ich habe sie damals im Saturn, gab sie dann immer, da habe ich mir die gekauft. Und habe das nicht bereut, weil die habe ich immer noch. Absolut geniale Serie. Veronica Mars, auch super gutes Vorbild, finde ich. Weil natürlich, Veronica Mars ist jetzt auch nicht die perfekte Detektivin, sage ich jetzt mal. Oder halt die perfekte Frau oder das perfekte Vorbild. Aber das finde ich ja gerade das Gute. Sie hat jetzt auch Ecken und Kanten. Und dem Kinofilm haben die es auch perfekt abgerundet hinterher. Also... Es gab ja noch einen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich überlege gerade tatsächlich, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß, dass ich die Serie damals richtig oft geschaut habe, auch doppelt und dreifach. Und ich glaube, ich möchte die definitiv nochmal rewatchen die nächsten Wochen. Wenn ich sie irgendwo auftreiben kann, mal gucken. Also kann ich nur empfehlen, super Serie. Und ja, das war halt eher dann so in meiner Teenagerzeit, wo ich angefangen habe, die zu schauen. Genauso wie Pushing Daisies, Alias... Und ja, Buffy kam ein bisschen später bei mir erst. Stimmt, Buffy habe ich geschaut, die anderen kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Aber Buffy, die Musical-Folge war Hammer, oder? Ja. die wollte ich unbedingt nochmal gucken, genau. Das habe ich auch geliebt, auf jeden Fall. Buffy kam bei mir halt irgendwann, ich weiß gar nicht, boah, mein Magen knurrt. Ich weiß gar nicht genau, wann Buffy ungefähr so in mein Leben getreten ist. Ich glaube, ich habe die mir auch irgendwo ausgeliehen, um sie dann halt mal wirklich von Anfang an zu schauen. Oder habe ich mir die gekauft und wieder verkauft? Ich bin mir gerade eigentlich gar nicht so sicher. Zumindest kam das erst so, ja, so Anfang 20 oder so. Weil ich habe früher einfach mal so ein paar Folgen partiell gesehen, immer nur einzeln, als es halt auf ProSieben lief. Da habe ich nicht am Stück geguckt und ich wollte es aber mal wirklich von vorne bis hinten schauen. Ich habe große Probleme damit, das einzuordnen, wann die Serien in mein Leben getreten sind oder wann die rauskamen oder ob ich dann late to the party war und das irgendwie erst recht spät angeguckt habe. Ich kann das sehr, sehr schlecht einschätzen. Ich weiß, dass OC, irgendwann, da war ich aber, glaube ich, auch schon 17, 18, dass ich da mit meinem Freund, meinem damaligen, dass wir uns die Staffel nämlich gekauft haben und die einmal komplett durchgeguckt haben. Und ich habe die letztens nochmal geguckt. Ich hab sie nochmal auf Prime geschaut. Ja, Buffy geht auch immer, finde ich. Und ich würde mal so ein bisschen in unser zweites Thema so ein bisschen rüber swipen. Buffy ist, finde ich, auch ein cooles Vorbild für Mädchen, für Frauen, für Flinter, finde ich einfach eine starke Persönlichkeit, die voll oft, also in der Serie rege ich mich voll oft über Buffys Freunde auf, weil die einfach nicht verstehen, was für eine Verantwortung diese Frau hat, weil die nicht nachvollziehen können, wie schwer manche Dinge für die sind. Und ja, ich finde es total krass, wie sie sich da eigentlich durchschlägt und voll, ja, Slate halt. Oh, Wortwitz. Oh Mann. Nee, aber sie ist einfach eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, ein sehr starker Charakter, die alles für ihre Schwester tut, die alles für ihre Freunde macht. Ja, und die kriegt aber irgendwie voll wenig zurück immer. Frage, und ich weiß jetzt, ich habe die Einzelheiten dafür zu wenig im Kopf. War nicht die Beziehung zu Spike schon ein bisschen problematisch, dass die sich immer so bekriegt haben und dann wieder doch und dann wieder belullen lassen und das war irgendwie, keine Ahnung, so ein On-Off-Ding und eine Hassliebe. Ja, schon. Trotzdem, naja, also es endete ja sehr problematisch, aber dann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde, ganz am Ende kam ja nochmal so raus, dass die beiden sich schon sehr, sehr nahe stehen. Also Spike hat sich ja quasi geopfert am Ende und dadurch ja nochmal so ein bisschen
bewiesen, was in ihm steckt. Für alle, die das noch nicht geguckt haben. Tja, mega Spoiler. Sorry. Trotzdem. Ich finde, bei so alten Serien, ja, da ist dann, ne? Also, darf man, finde ich. Ich finde den Spoiler auch gar nicht so schlimm. Nee. Drop jetzt nur nichts von neumodischen Serien dann. Nee. Da gibt's Hasskommentare. Also, ich bin ja auch keine Person, die krass am Spoilern ist und wenn dann immer nur mit Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Also in manchen Podcasts spoilern wir ja auch, aber dann geht's halt auch dann darum. Das wird ja vorher angekündigt, aber normalerweise auch so im Freundeskreis oder so. Ich würde niemals irgendwas spoilern. Das, weil ich schon so oft mit irgendwas gespoilert wurde und mich tierisch aufgeregt habe. Ich würde das niemals jemand anderem antun. Das Gute ist, ich vergesse eh immer alles. Und mein Mann kann das leider sehr gut spoilern. Da rege ich mich auch manchmal richtig drüber auf. Aber ich vergesse das eh deswegen. Ja. Ja, ich weiß noch, ich wurde bei Harry Potter mal gespoilert. Ich weiß gar nicht mehr genau. Spoiler, Harry ist ein Zauberer. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, gar nicht wahr. Es war bei Big Bang Theory. Okay, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber da wurde mir das Ende gespoilert und da war ich recht sauer. Da weiß ich gar nicht mehr genau. Bei Lost wär's scheiße. Ja. Wobei ich mir habe sagen lassen, letztens in einem Gespräch mit einem Freund, dass ich anscheinend das Ende von Lost nicht kapiert hätte. Und das bringt mich halt dazu, dass ich jetzt die Serie nochmal gucken muss. Ich hab's am Anfang auch nicht ganz kapiert und mir war es nicht so bewusst, wie alle anderen das gesagt haben. Ja, deswegen. Ich habe es übrigens geliebt, die Serie. Ich habe die auch geliebt, aber ich sag zum Ende jetzt lieber nichts mehr. Ich habe auch Lostpedia alle gelesen, aber ist auf jeden Fall. Ich habe es nochmal versucht zu rewatchen. Aber ich wusste noch zu viel, als dass es dann irgendwie das Gefühl von damals in mir ausgelöst hatte. Ja, ja, gerade die ersten Folgen sind dann irgendwie ein bisschen langweilig. Voll. Ja. Ja, aber was ich halt auch geliebt habe, war ja Alias. Und da haben wir auch einen starken Frauencharakter, Sydney Bristow. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Noch nicht eine Folge, ne. Und ich wollte dann immer Agentin werden. Okay, das ist aber cool. Ich wollte immer Geheimagentin werden oder irgendwie sowas und... Das will ich heute noch gerne. Also ich finde es so cool. Ich habe es nochmal angefangen, die Serie zu gucken. Und es ist jedes Mal mega cool einfach. Diese Verwandlung, die du dann machst und diese Herausforderung und dann halt diese ganze Action. Das ist schon geil. Ich kann so schlicht in andere Rollen schlüpfen, deswegen wäre das für mich... Ich glaube, das wäre mir zu stressig. Aber ich habe hier gerade bei dir auf der Liste noch was gesehen, nämlich Friend Fine, die ja. Nanny. Was ja auch so ein bisschen... Sinnbild ist wieder dieses reiche Familie, eine nicht gut situierte oder eine normale Familie einfach, dass es da auch um Vorurteile geht und dass man eben sieht, ey, es geht nicht darum, wie viel Geld du hast, sondern es geht darum, was du für ein geiler Mensch bist, so wen die Kinder mögen, wen alle aus dem Haus da mögen und ja. Vor allem Fran ist ja auch so ein Charakter, die lässt sich halt auch nichts sagen, sondern ja. Ey, die kommt da rein, so, ich mach das jetzt. Ja, müsst ihr jetzt mit leben, ne? Also, richtig Hammer. Komplett. Also, finde ich ein sehr gutes Vorbild. Die Mutter und die Oma sind auch einfach... Ja. Genau. Habe ich auch geliebt. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich die Nanny das erste Mal auch so richtig geguckt. Also, auch dann so von vorne bis hinten. Und ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Streaming-Dienst das war. Ich glaube, Netflix. Und ich fand das so lustig. Weil die Gags funktionieren heute noch. Muss ich auch mal machen. Also ich habe das wirklich seit damals nicht nochmal geguckt. Ich weiß noch, das lief auf RTL immer nachmittags. Ja, oder weil das Schöne daran ist, das ist halt ein Humor, der ist halt nicht böse. Komplett, ja. Ne? Sondern das ist einfach witzig, das ist warmherzig, ne? Das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen bissig, aber halt auf eine... Ja. Positive Art und Weise, ne? Nicht so dieses Runtermachen von anderen. Was zum Beispiel ein Ding bei King of Queens war, ich habe es früher geliebt, so heutzutage, naja, ich sag mal, denke ich mir schon, weiß ich nicht, also dieses extreme Shaming, Körpershaming, Runtermachen, wäre wahrscheinlich, wenn ich diese Serie heute gucken würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so witzig finden wie damals, wenn man über die Themen noch gar nicht so explizit drüber nachgedacht hat. Er hat, obwohl es natürlich in meiner Kindheit, ich wurde krass gemobbt, war auch ein Ding. Aber irgendwie hat man in Serien, fand man das lustig. Genauso das wie bei Two and a Half Men,
Also ich finde es so... Stimmt, ja. Das ganze Thema rund um Charlie Harper ist irgendwie problematisch. Ja, komplett. Also das mochte ich schon immer nicht gerne gucken, weil ich das immer blöd fand. Ich fand es nie witzig und jetzt heute schon gar nicht mehr, weil ich mag den Humor einfach nicht. Ja. So. Das ist bei Nanny ganz anders. Das stimmt, genau. Das ist echt so eine Wholesome-Serie, fand ich auch. Ich war geschockt, als die jüngste Tochter plötzlich halt als erwachsene Frau in Californication mitgespielt hat. Also. In einer ganz anderen Rolle. Ja. Übrigens auch, fand ich eine sehr gute Serie. Habe ich leider auch nicht gesehen. Ich liebe aber auch, muss ich sagen, ich liebe leider alle Serien, die in L.A. spielen. Ja, ich merke das schon. Ich liebe L.A. in meiner Vorstellung. Ja, das fantasievolle L.A. dann. Genau, ja. Ja. Ja, Vorstellung und Realität driften halt ganz schnell mal auseinander, gerade wenn es dann um Drehorte geht und um Inszenierung, ne? Ja. Ich hab mir eine Sache notiert. Vorbilder. Villanelle ist jetzt nicht so das beste Vorbild, aber so fashionmäßig schon, finde ich. Und zwar aus der Serie Killing Eve. Sagt mir absolut gar nichts, muss ich leider sagen. Es ist eine ziemlich, ziemlich gute Serie auf Netflix. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist eine Netflix-Serie. Und es geht um eine Auftragsmörderin, also Villanelle. Und die ist aber ein bisschen, ja, das heißt ein bisschen, die ist ziemlich gestört im Kopf. Aber ist irgendwie auch eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Sollte man sich nicht unbedingt als Vorbild nehmen, aber die ist immer gut gekleidet. Ich wollte gerade sagen, also wir reden über Vorbilder. Ja, schreibe ich mir mal auf. Interessiert mich jetzt. Weil ich habe mal so ein bisschen halt eben noch mal ein bisschen gegoogelt und so geschaut. Ja, hier Fashion-Vorbilder aus Serien und aus Filmen. Und dann wird halt ganz oft irgendwie Carrie Bradshaw aus Sex in the City genannt. Und das ist für mich schon so, ja, ein alter Hut. Ja, wobei ich mich damit auch nie irgendwie identifizieren konnte. Nee, also ich habe auch nie so etwas hinterhergeeifert. Aber ich finde es schön, wenn in Kostüme und in Requisiten irgendwie eine Einzigartigkeit veranschaulicht wird. Komplett. Ich gucke mir ja auch jede Show an, die so Richtung Next in Fashion geht. Mhm. Und finde generell auch Kostümfilme, also Filme, die eben nicht in diesem Jahrhundert spielen, wo ganz wichtige, schöne Sachen gemacht werden. Von der Mode her auch. Und da schaue ich auf jeden Fall auch sehr gerne hin, sag ich mal. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich gerade vor kurzem erst geschaut habe, es ist ein paar Tage her, so von wegen Vorbilder. Du kennst bestimmt Stranger Things und Eleven, Millie Bobby Brown. Und sie ist gerade in einer ganz anderen Rolle mal zu sehen, und zwar als Prinzessin Elodie in dem Film Damsel. Man kennt ja so diesen Ausdruck Damsel in Distress, die Maid in Not. In Nöten. Und in dem Film, ja, kämpft sie sich, ja, oder wie könnte man es sagen, bekämpft sie einen Drachen. Aus, ja, bestimmten Umständen heraus. Da will ich jetzt nicht spoilern. Ich glaube, ich habe es mitbekommen, dass der Film rauskam, aber ich habe ihn nicht geguckt oder ich hätte jetzt noch nicht weiter damit zu tun. Und sie spielt halt diese Prinzessin und die hat echt Power. Also, da war ich echt beeindruckt, so von der Rolle, fand ich mega cool. Ich war ein bisschen überrascht beim Film schauen, weil ich dachte erst, naja, es ist bestimmt ein lustiger Film. Nein, nein, der ist nicht lustig. Okay. Was ist deine Lieblingsschauspielerin? Meine Lieblingsschauspielerin? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, so die eine habe ich nicht unbedingt. In meiner Kindheit war es Keira Knightley, weil ich Fluch der Karibik abgöttisch geliebt habe. Und ich finde sie auch immer noch super cool. Also sie ist eine echt tolle Schauspielerin, gerade auch in so Verfilmungen von, wie heißt die Dame, die Schriftstellerin? Ich komme gerade nicht drauf. Ne? Meinst du die Jane Austen-Roman? Ja, genau. Sie ist halt super in diesen ganzen Jane Austen-Verfilmungen. Ach so, ja. Die passt da genau rein. Von ihrem ganzen Antlitz. Ja, ich finde, sie passt halt ganz toll in solche Kostümfilme. Wunderbar. Und auch ihre schauspielerische Leistung
fantastisch. Ja, und in Fluch der Karibik, ne, auch eine starke Frau auf jeden Fall. Das stimmt. Ich finde Jennifer Lawrence richtig cool. Oh ja, mag ich auch sehr gerne. Ich gucke mir auch viele Interviews mit der an und irgendwie habe ich bei ihr das Gefühl, dass sie ganz oft Rollen hat, die sehr authentisch wirken. Also sie, auch bei Interviews ist die immer irgendwie witzig und locker und hat auch einen guten Spruch immer auf den Lippen. Und Zendaya finde ich super. Ja, also Zendaya mag ich auch. Sowohl den Dune als zum Hugh Euphoria habe ich letztens nochmal geschaut. Finde ich super, super Schauspielerin. Ja. Ja, und ich finde bei Jennifer Lawrence auch cool, so die Variation von Film und Genres, ja, die sie da so macht, ja, finde ich sehr, sehr cool. Ich meine, Silver Linings, ja, fand ich so geil, ja, aber natürlich auch Tribute von Panem, wunderbar. Stimmt. Dann der neueste Film mit ihr, wie heißt der noch gleich, wo sie diesen jungen Typen da, den habe ich mir auch angeguckt, die, ja, die Freundin spielen soll, fand ich auch super lustig. Hat mich auch überrascht, weil ich dachte, es wäre ausschließlich so ein bisschen Slapstick-Komödie, aber war gar nicht, war schon so ein bisschen deeper. Fand ich auch ganz cool. Dann habe ich aber auch mal einen Film mit ihr gesehen, das spielt irgendwo in Amerika, in einem ein bisschen kühleren Staat, wo sie in einem Trailer wohnt und sich irgendwie um die Kinder kümmern muss, wegen problematischen Eltern. Und da ging es viel um Drogensucht. Also oh, Joy ist auch toll. Also da spielt sie auch so eine Mutter, die nach einer wahren Geschichte, fand ich auch beeindruckend. Und irgendwie die Variation der Rollen, aber man merkt irgendwie immer, dass sie das authentisch hinkriegt und dass sie einfach von dem, was wir als Zuschauer natürlich mitbekommen an Interviews, sie wirkt einfach super witzig, authentisch und ja, deswegen mag ich sie da sehr gerne. Und sie spielt ja auch in X-Men mit, ja, was stimmt, dann auch nochmal so ein bisschen aus der Rolle, übrigens, also aus der Kindheit, Reihe fällt. Die X-Men-Filme fand ich als Kind schon mega geil, muss ich sagen. Ja, ich auch. Und ich habe es nicht so mit Superhelden, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so ein hier Marvel, DC, dass ich mir da irgendwie die Superhelden-Filme angucken muss. Nee, aber X-Men, da hatte ich immer ein Faible für, muss ich sagen. Ja, ich bin schon sehr gespannt, weil die X-Men sollen ja jetzt auch bald wieder ins Marvel-Universe mit eingebunden werden. Es wird spannend, ich freue mich schon drauf. Wusste nicht, dass sie jemals nicht mehr dort drin waren. Ja, aber die waren ja nicht so präsent. Ja, gut. Das meine ich. Also es soll ja jetzt wieder nochmal aufgelebt werden. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, weil Marvel hat ja in den letzten Jahren eher so ein bisschen geschwächelt. Außer Loki, das war super. Aus der Thematik bin ich fast nicht mehr drauf. So einzelne gesehen. Ich glaube, der Film, der mich in der Kindheit am meisten geprägt hat, so in diesem ganzen Universum, war Supergirl. Okay. Den habe ich mir tausendmal angeguckt. War der aus den 80ern? Also das auch wieder starke Frau, aber ansonsten habe ich so mit diesem ganzen Thema nicht so wirklich was am Hut. Wie findest du das, dass halt gerade bei so, ich sag mal, bei Frauenrollen, zum Beispiel auch bei Wonder Woman, diese Kostüme. Klar, das ist natürlich alles an die Comics angelehnt, aber die sind natürlich immer so sexy und immer knapper. Gerade bei so, ich sag mal, Superheldinnen, die ja auch in den Kampf gehen und die dann halt keine vernünftige Rüstung tragen, wo ich immer denke, Das ist es halt. Warum brauchst du weniger Rüstung? Bist du stärker? Bist du besser als deine männlichen Kollegen? Was ist da los? Ich glaube, dass es hauptsächlich, und das sollte eigentlich nicht mehr so sein, an Männer gerichtet ist. Also klar, es gibt so viele Frauen, die das gucken. Ich glaube aber, die Kostüme haben einzig und allein Male Gaze halt. Ja, komplett. Also, wobei man ja sagen muss, jetzt bei den neueren ist es ja schon nicht mehr so doll. Wenn man jetzt zum Beispiel Captain Marvel sieht, die hat ja einen ganzen Bodysuit an und ist da halt bedeckt und hat nie diese, ist nie in diesem sexy Vibe drin, sag ich mal. Und das spricht mich als Frau auch viel mehr an. Ja, verstehe ich. Hast du The Boys gesehen? Ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Und zwar dann, ich weiß gar nicht, ist das dritte Staffel gewesen? Die habe ich auch noch geschaut. Da wurde es mir einfach zu brutal. Ich konnte nicht mehr gucken. Es war einfach viel zu viel Blut abschlachten und, ekelhaft. Weil da hat Starlight ja auch dann, als sie dann da reinkam, gesagt, ich will aber eigentlich ein anderes Kostüm tragen. Ich will hier nicht halbnackt rumlaufen. Ja, so. Genau. Und es ist auch einfach, wenn man das mal auf die Realität betrachtet, warum willst du in der Unterhose kämpfen? Nee, eben. Man merkt es natürlich. Ja, und generell kann ich als Frau nicht wirklich was damit anfangen, wenn jetzt eine
eine Frau in einem Film halt so hyper sexualisiert dargestellt wird, also dann finde ich es halt nur noch albern, leider. Ja, verstehe ich gut, ja. Deswegen habe ich mir halt noch eine ganz klassische Figur notiert, Ellen Ripley aus Alien. Mhm. Und der ganze Film besteht ja eigentlich nur daraus, dass die Frau am Anfang sagt, lass das, mach das nicht. Ja. Und hinterher sind alle tot, ja. Außer die kluge Frau und die Katze. Hätte man mal auf sie gehört, sag ich mal. Genau. Ja, das ist halt auch wirklich, ja, sie ist echt ein Vorbild oder halt eine ikonische Figur. Ja, voll. Und Filme sind auch echt gut. Ich hatte letztens auch nochmal den ersten Teil geschaut. Ja, also den ersten finde ich auch immer noch am besten. Ich auch, ja. So die ganzen Nachfolger, die so kamen, ja, waren okay, aber das sind dann halt so Filme, wo ich sage, nee, brauche ich nicht nochmal gucken. Ja, stimmt. So, den ersten, finde ich, kann man immer wieder gucken. Ja, unterschreibe ich. Der verliert auch nichts von seinem Horror irgendwie. Ich muss nur sagen, ich stehe mittlerweile gar nicht mehr so auf Horrorfilme. Ich gucke mir irgendwie lieber andere Filme an, aber der Science-Fiction-Anteil, also ich gucke lieber Science-Fiction als Horror, mhm. Also als klassischer Horrorfilm manchmal. Aber ich finde, der hat trotzdem immer noch sehr, sehr gute, sehr gutes Zusammenspiel aus beiden Genres. Mhm. Ja, also Horror, damit kann man mich sowieso nicht locken. Da bin ich eher raus. Ja. Also ich glaube, wir können feststellen, dass es natürlich einen Wandel gibt, so im Serien- und im Filmsegment, dass natürlich immer mehr ja, starke Frauen, starke Persönlichkeiten in den Vordergrund gehoben werden oder auch entwickelt werden, was wir uns ja auch sehr, sehr doll wünschen. Zum Beispiel auch so eine Miss Marvel, ne, Kamala, die fand ich auch super cool, einfach mal auch ein bisschen diverser zu zeigen. Und es wäre natürlich schön, wenn in Zukunft auch mehr starke Frauen ja in verschiedensten Lebenssituationen gezeigt werden, dass man einfach so ein bisschen mehr Realität auch in Filme und Serien holt, auch in Science Fiction. Ich finde, das kann man trotzdem irgendwie darstellen. Das wäre wünschenswert, wenn sich das so ein bisschen entwickeln würde. Und ja, was würdest du dir so wünschen, die nächsten, ich sag mal, weiblichen Vorbilder in Filmen und Serien? Wie könntest du dir die vorstellen? Also, was ich merke und was ich wirklich positiv finde, man findet viel mehr Queer-Sichtbarkeit. Mhm. Und das wäre vor allem auf Netflix. Genau, ja, genau. Genau, das war halt mein Wunsch, mehr divers, doch neue Doctor Who-Staffel, sag ich nur, ja. Als Stichwort. Finde ich mega. Genau, und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Frauen nicht nur in sexy Kostüme gesteckt werden, sondern dass man zeigt, wie stark dieser Charakter ist, was die Person für ein Wissen hat, dass das als Vorbild für jüngere Leute einfach fungiert. Mhm. Ja gut, ich glaube, wir haben euch jetzt nicht so viel Neues erzählt. Ich glaube, viele da draußen wünschen sich genau das. Ich glaube, dass auch viele Männer diesen Wunsch haben, einfach auch vielschichtigere Charaktere zu sehen. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine schöne Bewertung dalasst für diesen Podcast, den natürlich auch fleißig teilt. Auf jeden Fall mal bei Sarah vorbeischauen. Und vielleicht ein bisschen Schmuck shoppen. Da freut sie sich natürlich auch sehr drüber. Und wir möchten natürlich mehr alternativen Schmuck da draußen sehen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.